Hey Leute und willkommen zurück zu Python. So, in Python gibt es mehrere verschiedene Methodenarten, die man hier über diese Adds-Dekoratoren definieren kann. Und kürzlich hat mich jemand gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen der normalen Methode, der Add-Class-Method, also der Klassenmethode, und der Add-Static-Method, also der statischen Methode. Und dazu, ich brauche dieses Mal eigentlich nicht so viel zu schreiben, sondern tatsächlich nur zu zeigen. Das heißt, es wird ein bisschen schneller gehen. Dazu haben wir hier eine Klasse A, die Erb von Object hätte man noch weglassen können, aber ich dachte mal, ich mache das mal, weil es irgendwie cool ist. Und dann haben wir hier eine Methode foo, eine ganz normale Methode innerhalb der Klasse, die einen Parameter x nimmt und sich selbst, also wie immer eigentlich, kennen wir ja. Und sie macht nichts anderes, wie foo auszugeben. Foo ist übrigens so ein Informatiker-Gedöns. Also manchmal heißen die Dinger foo, manchmal heißen sie bar und manchmal heißen sie bat. Genauso wie 42 ist es irgendwie so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall foo und dann wird halt self ausgegeben und dieses x wird ausgegeben. Dieses Prozent brauche ich aktuell nicht irgendwie zu stören. Das ist einfach bloß die Ausgabe. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt vorher hochlade oder erst danach, nachdem ich euch das mit dem Prozent gezeigt habe. Und dann haben wir eine Klassenmethode über diesen Dekorator, AddClassMethod. Und die nimmt einen zusätzlichen Parameter, nicht self, sondern CLS und dieses x auch wieder. Gibt es dann auch wieder aus. Und dann haben wir zu guter Letzt noch eine StaticMethod, die nimmt gar nichts, nur dieses x und gibt auch nur dieses x aus. So, und jetzt haben wir hier einen Aufruf. Wir kreieren uns ein A-Objekt. Das kennen wir jetzt auch schon zur Genüge. Rufen zuerst a.foo auf, also dieses a.foo, diese Methode hier oben, also die hier, und gucken uns an, was dabei rauskommt. Parameter, also x ist auf 1 gesetzt. Und das bedeutet folgendes: Wir rufen diese Methode hier auf und geben dann self und x aus. Also foo, Klammer auf, self, Komma x, damit wir auch unterscheiden können. So, und wenn wir uns jetzt mal hier die Ausgabe angucken, dann haben wir hier foo, Klammer auf, und hier hinten ist die Klammer zu, und hier steht das x ganz normal. So, und was das jetzt genau macht, ist folgendes: Wir kriegen hier noch als zusätzlichen Parameter bei der normalen Variablen, bei der normalen Methode oder Funktion, bekommen wir noch ein main.a-Object. Das bedeutet so viel wie, wir haben innerhalb unserer Main-Methode, da sind wir ja hier, wenn wir das ausführen, haben wir noch ein A-Objekt, also ein Typ, ein Objekt der Klasse A vom Typ A dann tatsächlich, haben wir hier noch erstellt. Und es liegt im Speicher an dieser Speicheradresse. Das wird sich höchstwahrscheinlich bei euch unterscheiden, da nicht irgendwie beunruhigen lassen. Das ist eigentlich relativ irrelevant hier, aber wir bekommen noch mit, was wir hier tatsächlich für einen Typ haben. Das bedeutet, wir können auf alle Variablen und so weiter, die wir innerhalb unserer Klasse A erstellt haben, können wir noch drauf zugreifen. Das geht nur mit diesem Self, denn wir greifen ja zum Beispiel, wenn wir hier noch irgendwas kreiert haben im Konstruktor, ein Self.b zum Beispiel, dann greifen wir über Self.b darauf zu. Und deswegen braucht man dieses Self. Das geht aber nur, wenn ich tatsächlich auch so eine Instanz von A habe, nämlich dieses klein a. Das klein a ist hier ein a. Das heißt, ich habe das kleine a als Instanz von a erstellt und habe darauf dann die Methode a.foo aufgerufen und deswegen kriege ich das hier. Habe ich dieses kleine a nicht, kann ich nicht einfach sagen groß a.foo, denn da habe ich ja kein Self, da habe ich ja keine Instanz von diesem a. Wenn ich das jetzt ausführe, kriege ich einen Error. Weil ich habe ja hier keine Instanz von diesem A, ich habe nur dieses A selbst reingegeben, aber ich brauche eine Instanz davon. Das habe ich euch ja schon lang und breit erklärt, warum ich das brauche. Damit ich eben auf die Variablen zugreifen kann, weil die sich ja verändern. Okay, wenn ich das jetzt wieder ausführe, dann sehen wir wieder alles. Gut, kommen wir zum nächsten, und zwar dieser Klassenmethode. Klassenmethoden kriegen zusätzlich noch dieses hier mit. Dieses CLS ist sozusagen die Klasse. Und zwar sehen wir hier unten Class Main.a. So, jetzt müssen wir aufpassen. Und zwar hier haben wir auch Main.a, aber wir haben es nicht als Klasse bekommen. Naja, gut, was bringt uns das?
Wir können trotzdem schauen, was haben wir hier für Methoden zur Verfügung. Wir haben sozusagen alles, was unsere Klasse liefert, zur Verfügung. Das heißt, wir können über CLS, wenn wir hier oben irgendwas definieren, zum Beispiel ein, keine Ahnung, ein Y gleich 0, sowas in der Art. Ja, du kriegst deine Blank Line, mein Gott, sei nicht so zickig. Dann können wir hier auch sagen, okay, ich hätte gerne class.y. Da können wir dann drauf zugreifen, was wir hier oben, ja, okay, hier oben können wir sowieso auf alles zugreifen, aber wir können hier auf unsere class.y zugreifen, sprich auf alle Klassenmethoden. Und ja, können wir auch machen, wenn wir hier in der Static Method sind, indem wir einfach a.y schreiben, aber das zeige ich euch gleich. Was natürlich jetzt der Sinn davon ist, ist, ich kann hier mein Klassen Foo kann ich auch aufrufen mit Groß A, also mit der Klasse, nicht mit einer Instanz von der Klasse. Das ist völlig egal. Ich kann beides machen. Es gibt keinen Fehler, es funktioniert genauso. Denn die Klasse von Groß A ist ja gerade Groß A. Das heißt, die kennt das ja. Und wenn ich kleiner habe, habe ich eine Instanz von der Klasse, die ist also auch bekannt. Also die Klasse, zu der es gehört. Aber ich habe nicht den Zugriff auf alle Variablen, die ich über Self kreiert habe. Also auf die Dinger, die ich in der. Jetzt schreibe ich es doch mal, dev:--init self.z gleich 42. So. Ja, auch du kriegst dein Blank. Hier können wir drauf zugreifen, self.z. Das geht. Da können wir dann auch schauen, was steht in dieser 42 drin. Aber dazu brauchen wir eine Instanz von dieser Klasse. Denn es könnte ja sein, dass wir hier oben schreiben, z self.z, um genau zu sein, gleich 1337. Und dann erst geben wir dieses z aus. Aber dann ändert sich dieses z, wenn ich jetzt ein b erstelle. Jetzt sind wir übrigens gerade wieder oben bei diesem anderen. Wenn ich jetzt ein b erstelle und dann hier ausgebe, print b.z, also Achtung, was ich jetzt hier mache, ist folgendes: Ich habe zwei Instanzen von der Klasse A. Und ich ändere bei einer Instanz dieser Klasse A, ändere ich mein self.z auf 1337. Standard ist 42. So, und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, für A hat sich das Ganze jetzt geändert. Das heißt, ich habe eine Variable, die ist nur für dieses Objekt A auf 1337. Aber B, da habe ich es nicht geändert, da ist es immer noch auf 42. Und auf solche Variablen, die sich pro Instanz verändern, ja, also für jedes Objekt der Klasse A wirklich dann einzeln sind, auf die kann ich nur in der normalen Methode zugreifen. Auf solche hier oben, die für alle Objekte der Klasse A gleich sind, also zum Beispiel dieses Y hier, das ist, wenn ich das jetzt hier drin ändere, y gleich 1337. Genau, hier gebe ich nur self aus und hier gebe ich class.y aus. Okay, was ich jetzt hier gemacht habe, ist folgendes. Ich habe jetzt mal z brauchen wir nicht mehr. Und jetzt geben wir hier print b.y aus. Das heißt, ich verändere zuerst einmal für a oder von a, von klein a aus, verändere ich dieses y. Wenn ich das jetzt aber ausführe, dann habe ich folgendes. Dann habe ich versucht, ein y zu ändern, was aber ich gar nicht kann. Ich kann hier drin einfach nicht sagen y gleich 1337. Was ich hier gemacht habe, ist eigentlich eine neue Variable erstellt, die einfach nur denselben Namen hat. Was, wenn ich es wirklich ändern möchte, dann kann ich schreiben a.y gleich 1337. Was dann passiert, ist folgendes. Ich krieg für b.y und für a.y, also hier gebe ich ja a.y aus, für a.y und für b.y kriege ich jetzt beides mal 1337. Aber ich habe es nur bei a geändert. Das heißt, die verhalten sich abhängig voneinander. Dieses Y ist für alle A-Elemente gleich. Also für klein a ist es gleich, für klein b ist es gleich. Und selbst wenn ich über groß a.y zugreife, dann ist es immer noch dasselbe. Das ist immer genau dasselbe Y.
Wohingegen die hier, die ändern sich für jedes Objekt. Und in der CLS kann ich nur, also über eine Klassenmethode kann ich nur drauf zugreifen, wenn ich ja, eben hier drüber drauf zugreifen, aber es ändert sich dann halt für jedes Element der Klasse. Deswegen kann ich hier auch sagen, ich kann über Groß A auf diese Klassenmethode draufgehen und es passiert immer noch genau dasselbe. Es gibt keinen Error, weil ich eh, upsala, weil ich eh nur Sachen machen darf, die ich, ja, genau. So, als letztes haben wir noch die Static Method und zwischen Klassenmethode und Static Method sehen wir, gibt es nur diesen Parameter hier als Unterschied. Es ist eigentlich völlig egal, ob ich hier Static Method 1 oder A.Static Method aufrufe. Es gibt sich eigentlich nichts. Also wenn ich hier jetzt eine 1 reinschreibe, dann sind sie absolut gleich. Wie bei der Klassenmethode auch. Ich kann hier klein a und groß a machen. So, wie sind die zwei jetzt voneinander verschieden? Im Prinzip ist doch alles genau dasselbe. Naja, fast. Und zwar geht es eigentlich bloß um diesen Parameter hier. Wir kriegen hier kein CLS mit. Also in dieser Static Method bekommen wir keinen Klassenparameter mit. Das heißt, wir können auch nicht einfach über CLS. Irgendwas, also CLS. Keine Ahnung, Y oder sowas, können wir nicht drauf zugreifen, weil das gibt es ja nicht. Es gibt ja kein CLS. Und ja, deswegen benutzt man Static Methods meistens, um sie irgendwie logisch zu gruppieren. Also sagen wir mal, normalerweise benutzt man, okay, ganz kurz zur Benutzung davon. Normale Methoden dürften klar sein, warum ich die benutze. Ich möchte auf dem Objekt tatsächlich selbst arbeiten. Class Methods, also sowas wie Berechnung durchführen mit, wenn ich sagen wir mal zwei Vektoren gegeben habe, möchte ich einen neuen Vektor rausgeben, der eben die Addition von beiden ist. Sowas in der Art. Dann hier eine Klassenmethode. Die benutze ich, wenn ich auf diesen Variablen hier arbeiten möchte und darauf zugreifen möchte. Ist allerdings bloß Konvention. Also man kann natürlich auch Static Methods dazu benutzen und einfach schreiben a.y, das geht auch. Da darf ich drauf zugreifen, die habe ich ja alle. Aber man macht es eigentlich in solchen Klassenmethoden, denn die sind halt genau dazu gedacht. Und Static Methods sind sozusagen einfach als logische Gruppierung innerhalb von Klassen, also innerhalb der Klasse mathematische Operationen findet sich zum Beispiel mehrere Static Methods, da kann ich dann einfach schreiben mathematische Ops Punkt und dann sowas wie Kreuzprodukt bla bla bla. Das ist jetzt logischerweise kann ich das als Klassenmethode, aber ich kann es auch als Static Method machen. Und in so einem Fall habe ich ja eigentlich nichts anderes, wie ich stecke hier zwei Sachen rein. Ups, da fehlt das T. Ich stecke hier zwei Argumente rein, nämlich zwei Vektoren zum Beispiel, und kriege dann das Kreuzprodukt von diesen beiden Vektoren raus. Ich arbeite nicht auf irgendwelchen Variablen innerhalb der Klasse. Ich arbeite nicht auf den Objekten, sonst könnte ich das nicht so aufrufen, weil es ja eine Klasse ist. Und deswegen mache ich das Ganze static. Also static ist. Manche sehen da jetzt wahrscheinlich nicht so einen Sinn drin, aber es ist eigentlich so ein bisschen gedacht zum Struktur reinbringen, damit man unterscheiden kann, auf was arbeite ich denn so ein bisschen. Gut. Okay, ich hoffe, das wurde jetzt so ein bisschen klar, was so da der Unterschied davon ist, also zwischen Klassenmethoden, Static-Methoden und normalen Methoden. Ich weiß, das habe ich wahrscheinlich alles schon mal irgendwo gesagt, aber man kann es, glaube ich, nicht oft genug erwähnen und es ist ein schwieriges Thema und es wurde requested, von dem her. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.